Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal wieder einen Panzer, den es eigentlich lange Zeit gar nicht mehr gab, wie ein verschollenes Kind, aber jetzt wieder öfter mal zu sehen ist. Wobei, selbst in Achtergefechten sieht man den immer noch nicht wirklich häufig, muss man sagen. Den M6A2E1 oder als Monster oder Alien verschrien. Also da könnt ihr euch einfach sozusagen euren Lieblingsnamen dafür selber wählen. Ich sag dem Major David 1993 dafür vielen Dank, dass er das Ganze eingesandt hat. Und er ist hier Top-Tier. Das ist schon mal schön, ein reines Achtergefecht. Das kann man mit dem Panzer gut bestreiten. Wir haben 198 Durchschlag mit Normal und 245 mit Premium. Natürlich wird er jetzt wahrscheinlich erstmal hier vorne hinfahren, schätze ich mal. Denn mit der Gun Depression und dem Turm kann er da bestimmt ganz gut arbeiten. Mal schauen, ob er denn mich da Lügen straft oder ob es so ist. Und vielleicht sollte man noch eins dazu sagen, der Panzer hat ein bevorzugtes oder verbessertes Matchmaking, denn mit denen seht ihr allerhöchstens 9er Gefechte, aber 10er niemals. Und das ist in Zeiten von einem doch teilweise wirklich merkwürdigen Tier 8 Matchmaking ganz schön, dass man sich zumindest mal den T10er Panzern da erwehren kann. Und mit knapp 200 Durchschlag mit Normal kommt man eigentlich auch immer ganz gut zurecht. Anders als ich es vorhergesehen habe, bleibt er jetzt erstmal hier auf die Mitte konzentriert und fährt jetzt erst hoch. Da wollte er unbedingt noch da den einen oder anderen Hit verteilen. Auf Kosten des ich fahre und stürme den Hügel hoch Plans, sage ich mal. So, zack, Skorpion geht. Der hat ja gerade ihn nicht so auf dem Zettel gehabt. Da wäre er sonst wahrscheinlich schon der erste Schepperer incoming gewesen. So, und hier hat er dann auch direkt den ersten Bounce bekommen. Sehr schön. Hat halt auch wirklich eine vernünftige Panzerung, mit der man durchaus arbeiten kann. Also den Panzer sollte man de facto nicht unterschätzen. Und gerade mit so Halter und Situationen wie hier klappt es gut. Und auch ein eigentlich überlegener Panzer wie der Defender schafft es hier nicht, an ihn Schaden zu machen und bekommt auch seitlich natürlich ganz einfach da den knapp 360 Hits. Und jetzt hat der Skorpion nochmal einen Bounce hingelegt und dabei ist er zerstört worden. Und auch APCR hat dem Skorpion hier nicht weitergeholfen. Löwenturm, genau. Ah, der war knapp. So. Ja, jetzt hat der IS-3 gut den Moment genutzt, als er geschossen hatte. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der bleibt hier noch draußen. Aber jetzt kommt er wieder vor. Und auch der bounced und wir sehen, wo jeder drauf schießt. Und trotzdem prallt jeder ab. So, jetzt darf er da nicht zu weit vorfahren. Sonst kriegt der IS-3 einen geilen Winkel hin für die untere Frontplatte und dann kommt der easy peasy durch. Deswegen, auch wenn er jetzt gerne die Lorraine da mal beschießen würde, jetzt wird er mutig. Jetzt, ja, jetzt zieht er doch nochmal zurück. Wäre für mich zu früh der Schritt. Mit den zwei IS-3en da im Hintergrund. Dann der Löwe von oben. Das würde ich noch nicht an seiner Stelle wagen. Sondern hier einfach erstmal noch so lang möglich mit der Gun Depression arbeiten. Dem starken Turm. Das ist genau das Richtige. Genau so sollte das jetzt erstmal weitermachen. Schon fast 3000 Schaden auf der Uhr und 2500 geblockt. Also bisher läuft das Gefecht absolut nach Maß. Und der IS-3 hat hier nochmal vorgelurrt und wurde dabei dann endgültig vernichtet.
So, und jetzt will er unbedingt die Lorraine haben. Wurde da einmal beschädigt und gekettet. Und jetzt muss er da warten. Lorraine zieht sich jetzt da komplett zurück. Wollte noch mal einen Schuss abgeben. Aber jetzt lässt er sich da droppen. Denn jetzt hat er wohl scheinbar keine Granaten mehr am Start. Aber so leicht lässt er die Lorraine hier nicht los. Und der sagt, alles klar, mein Freund, wenn du da runter fährst, dann fahre ich halt auch runter. Kein Problem. Und ja, eine Lorraine ist ein wirklich starker Gegner, wenn sie ihr Magazin voll hat, und ist ein absolut einfaches Opfer, wenn sie keine Granaten mehr am Start hat. Nicht nur, weil sie dann dementsprechend sich nicht wehren kann und nicht zurückschießen kann, sondern weil sie auch einfach gefühlt überall zu durchschlagen ist. So, er schaut sich mal gerade so an, wo bei ihm was passiert ist. Kann man mal gucken. Aber bisher ist er ja wirklich noch sehr entspannt vom eingekommenen Schaden. Und da der VK. Guter Winkel, untere Frontplatte, richtige Munition. Da passt es dann auch. Und nochmal sehr gut. Schöner Schuss. Der VK, obwohl er eigentlich auch hier im direkten Vergleich meines Erachtens der stärkere Panzer ist, kann er hier nicht wirklich davon gerade was ausrichten, sag ich mal. CDC. Auch schön. Direkt gesehen, sofort mit Auto-M drauf. Und er wechselt immer nach wie vor die Munition auch. Also er bleibt jetzt hier nicht stur nur auf Premium, sondern dementsprechend will er auch schon mit ein paar Credits nach Hause gehen. Und ich kann euch versprechen, das macht er. So, der CDC hat zwar nochmal einmal den Schaden anbringen können, aber er hat da nicht keine Gnade gekannt und ihn einfach mal weggemacht. So. Der VK bekommt sofort wieder die Stelle. Also ich glaube, der hat einfach langsam keinen Bock mehr. Denkt sich, was ist denn das für ein Mutant, der da gegenüber ist? Auch einer der Spitznamen übrigens für den Panzer. Also, der hat auf jeden Fall ganz viele, und jetzt hat der VK endlich mal geschafft, auch hier Schaden zu machen. Aber jetzt oben Kommandantenkuppel, ja, das sollte kein Problem sein. Und genauso ist es auch. Und jetzt der letzte Überlebende, der IS-3. Man muss sagen, er hat in Anführungszeichen nur 4 Kills gemacht, aber hat dabei 6133 Damage auf der Uhr und 4010 geblockt. Was will man mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine sensationelle Runde, die dementsprechend auch mit ordentlich Credits belohnt worden ist. Spielerisch, für mich gibt es gar nichts zu mäkeln oder kritisieren. Hat er genau richtig gemacht, dass er da am Anfang nochmal in die Mitte geguckt hat, ist nachvollziehbar. Hätte vielleicht noch einen oder anderen Hit rausbringen können. Auch da den Hügel ein bisschen supportet, der fällt nämlich sonst auch ganz gerne mal schnell weg. Ansonsten danach den Panzer so ausgespielt, wie man es auf der Karte machen müsste. Der Push auf die Lorraine war vielleicht ein bisschen greedy, muss man sagen, dass er danach gefahren ist. Hat sich aber dann als richtige Entscheidung herausgestellt. Aber in der Situation weiß ich nicht, ob ich das auch gemacht hätte oder ob ich weiterhin erstmal oben geblieben wäre, um die Stärken weiterhin perfekt auszunutzen. Weil unten war er dann doch ein bisschen frei gegenüber anderen, dass die Lorraine kein Gegner war. Das ist durchaus nachvollziehbar, aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr gut einfach. IS-3 hat er sich gedacht, nee, will ich nicht mehr. Ist mir jetzt zu riskant mit 99. Vielleicht hat er auch irgendwas, dass er sagt, er will den Cap durchlaufen lassen oder will daran beteiligt sein als Mission. Nehmen Sie, genau, genau so ist es. Die Mission hat er da, hat er nämlich. Und dementsprechend mit 4000 Damage hat er sich die jetzt gesichert. Also alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Ja, damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.